herzlich willkommen zum DJZ-Kanzelklatsch, dem Podcast der Deutschen Jagdzeitung. Parallel zum Titelthema der aktuellen Ausgabe bekommen Sie hier wieder mächtig was auf die Ohren. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen zum DJZ-Kanzelklatsch in der passend zur März-Ausgabe. Wir sind ein paar Tage zu spät, dafür schon mal herzlich eine Entschuldigung unsererseits. Aber wir werden das natürlich heute nachholen in gewohnter Konstellation. Ich hoffe, ihr könnt das noch ertragen. Mir gegenüber sitzt mein lieber Kollege Peter, der gerade auch seinen Igel befestigt hat am Mikrofon. Wir sind also startbereit. Ein Horido. Und wir werden uns heute dem Thema Jagdaufseher widmen. Ja, das sind wir beide oder waren es beide. So oder so. Also ich bin es immer noch. Ich glaube, dass dieses Thema oft als selbstverständlich hingenommen wird. Viele Reviere haben auch einen Jagdaufseher, aber viele machen sich überhaupt keine Gedanken, was da dran hängt. Und oft ist auch immer noch in vielen Revieren so ein Gesprächsthema, ja, ich sag mal vorsichtig, welche Entlohnung der Jagdaufseher erhält denn für seine Tätigkeit als das, was er tut. Mhm. Weil von der nahezu Nullfreigabe bis All You Can Eat und Geldauszahlung sind da alle Möglichkeiten gegeben dazwischen drin. Mhm. Aber vielleicht erstmal zu Anfang Jagdaufseher. Was sind denn so die klassischen Arbeiten eines Jagdaufsehers aus deiner Sicht, Peter? Ja, wir sagen es ja immer so schön, der Kierdögel. Das ist, ich meine, du musst halt immer, also das ist jetzt wirklich ein schwieriges Thema, weil das so individuell ist, sowohl was die Entlohnung angeht, als auch was die Tätigkeiten angeht, als auch was die Freigaben angeht, als auch was die Wildarten und die Arbeiten in dem jeweiligen Revier angeht. Wir können halt immer oder denken halt immer so aus unserer Brille hier im Taunus, sage ich mal, wo wir wirklich super Schalenwildreviere haben, wo wir abwechslungsreiche Waldfeldreviere haben, wo Sau und Standwild sind, Rehwild sowieso und teilweise eben auch die Hochwildarten. Da ist es natürlich eine andere Tätigkeit als jetzt beispielsweise im Rheinland, ne? Und wo auch eine ganz andere Rehwilddichte beispielsweise ist und Sauen meines Wissens zumindest kaum oder gar nicht vorhanden sind. Und ja, in so einer Gegend, wie wir wohnen, klar, da ist es wirklich diese klassische Tätigkeit des Kierdödels, muss man wirklich so sagen. Nicht nur, je nachdem, das kommen wir gleich noch drauf, deine Situation zum Beispiel, du machst das, du bist im Prinzip so die rechte Hand des Pächters, beziehungsweise nimmst ihm sehr, sehr viele Aufgaben ab, die in anderen Revieren, wie zum Beispiel denen, den ich Revier, also Aufseher, Jagdaufseher war oder mitjage, eben nach wie vor der Pächter irgendwie selber macht. Diese ganze verwaltungstechnischen Geschichten, sage ich mal, aber da kannst du ja gleich noch was zu sagen. Die Tätigkeiten, die ich bislang als Jagdaufseher so ausgeübt habe, war eigentlich primär wirklich das Kirren und ja, vielleicht noch das Organisieren von der Drückjagd irgendwie und ja, Wildbrettvermarktung, das ist auch so eine Geschichte, ne? Oder das ganze Zerwirken, was da hinterherkommt, ne? Also bei uns im Revier schießen wir beispielsweise so im Jahr mit Pi mal Daumen 80 Stück Schalenwild und da ist man natürlich froh um jedes Stück, was man so verkaufen kann zum guten Preis, aber also sicherlich die Hälfte davon zerwirken wir eben selber, veredeln das und das kostet natürlich wirklich Zeit, ne? Und das ist auch sowas, was da als Arbeit noch hinten dran hängt. Also ich glaube, wenn ich mal aus meiner Perspektive rede, wie du ja schon gesagt hast, ich betreue ein Revier hier auch bei uns im Rhein-Lahn-Kreis und bei mir ist es deutlich mehr als das Kirren, also über die Freigabe reden wir danach, aber im Prinzip vom Abschussplan melden, über Streitereien mit dem Forst austragen, mit den Landwirten sich einigen, mit der Gemeinde konferieren, bis hin zum Wild zerlegen und verkaufen, ist da eigentlich alles auf unserer Seite, sprich auf meiner Seite. Bei den Leuten vor Ort ist auch gar nicht möglich, unser Pächter wohnt mehrere hundert Kilometer weg. Der könnte sich gar nicht so intensiv darum kümmern wie beispielsweise bei dir, wo ja schon eine örtliche Nähe ganz anders gegeben ist. Ja. Und ich glaube, das ist auch der Knackpunkt. Ich glaube, wenn man ein Revier pachtet und man wohnt einfach mal nicht greifbar in der Nähe, dann ist ein Jagdaufseher eigentlich schon Pflicht. Also das geht gar nicht anders. Denkt man alleine schon an Unfallwild in der Nacht, wie soll das gehen? Das ist genauso. Also ich weiß gar nicht, gibt es da bestehende gesetzliche Verpflichtungen? Auf jeden Fall ist es ja so, wenn du Revierpächter bist, musst du ja auch nachweisen, dass du einen brauchbaren Jagdhund hast.
Ja. Ne, oder Zugriff auf einen brauchbaren Jagdhund hast. Das ist ja genauso sinnvoll, wie dass du eben Zugriff auf jemanden hast, der vor Ort da ist, regelmäßig da ist, da wohnt, für beispielsweise Wildunfälle. Das ist ja so der Klassiker, sag ich mal, wo du dann nachts aus dem Bett geklingelt wirst oder früh morgens wegen eines Wildunfalls. Da muss ja einer vor Ort sein. Und das darf man wirklich nicht unterschätzen. Ich meine, da gibt es Reviere, die sind ganz stark betroffen, wo 70-80% des Abschussplans über die Straße geregelt wird. Leider. Es gibt auch Reviere wie bei uns, wo das relativ selten vorkommt. Was heißt das? Ich sag mal über den Daumen gepeilt, irgendwas zwischen 5 und 8 Mal im Jahr, wo das passiert. Das ist also noch sehr human. Aber man muss halt wissen, wenn man das macht als Jagdaufseher und man sagt, ja klar, ich gebe mich dafür her, dann bimmelt halt um 3 Uhr nachts das Telefon und dann kann man da halt ein Reh aufsammeln oder halt eine Sau oder auch eine Sau nachts noch totschießen, wenn sie halt vom Auto angefahren wurde und halt nicht gerade verendet ist. Einfach aus Tierschutzgründen, weil hier oben ist die Polizei gar nicht da, um das selber zu regeln. Also hier braucht man eigentlich schon, alleine für solche Situationen brauchen Revier einen Jagdaufseher. Und die Autofahrer sind übrigens auch sehr dankbar, wenn sie nicht 2 Stunden nachts hier irgendwo im Rhein-Lahn-Kreis rumstehen müssen und warten müssen. Das ist aber aus Pächtersicht erstmal egal. Trotzdem, das ist schon echt eine Menge an Arbeiten, die da dran hängt. Das darf man nicht unterschätzen und das darf man auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und da möchte ich, glaube ich, nochmal allen Jagdaufsehern so ein bisschen auf die Schulter klopfen, die das wirklich oftmals mit Herzblut machen. Ich meine, wir erleben das ja auf den Messen, wenn Leute zu uns kommen. Das ist wirklich oft eine starke Verbundenheit mit dem Revier, warum Jagdaufseher so lange oft auch Reviere betreuen. Das ist schon toll, muss ich sagen. Ich finde das immer schön, man hört das dann immer bei den Gesellschaftsjachten, wo oft dann auch das Kommando an den Jagdleiter, der dann auf der Jagdaufseher ist, abgegeben wird. Und gerade bei den Dankesworten an der Strecke hört man auch wirklich oft von den wirklich netten Pächtern sehr, sehr nette, warme Worte in Richtung des Jagdaufsehers, der da das ganze Jahr für geackert hat. Und das finde ich immer sehr sympathisch, einerseits irgendwie von dem Pächter, dass er das irgendwie so sagt. Und das zeigt einfach auch, was das teilweise für eine Arbeit ist. Ne? Das ist schon eine große Wertschätzung. Aber wie gesagt, das ist so individuell. Ja? Es gibt so viele unterschiedliche Ausformungen. Und im Prinzip ist es wie in einer Beziehung. Man muss einfach, der passende Topf muss den passenden Deckel finden. Deswegen, also es ist immer schwer zu sagen, um jetzt mal auf dieses Thema Entlohnung zu kommen, beziehungsweise Freigabe, das ist ja in der Regel ist ja die freie Büchse oder die eingeschränkte freie Büchse, je nachdem, was man für Freigaben hat, ist ja im Prinzip die gewöhnlichste Entlohnung, die normalste, verbreiteste Entlohnung für den Jagdaufseher. Und da ist natürlich immer schnell gesagt, mein Gott, der ist Jagdaufseher, der buckelt sich da tot und der kriegt da nur einen Bock frei pro Jahr oder einen Knopfbock frei. Kann man immer schnell drüber sich lustig machen, aber das hängt eben auch einerseits von dem Revier selbst ab, wenn wir so ein Revier nehmen, wie eingangs zitiert am Niederrhein, wo da auf 1000 Hektar nur 5 Böcke geschossen werden, jetzt mal um nur eine Zahl zu nennen, da ist es dann schon auch nachvollziehbar, ne, dass das eben dann nur ein Bock ist und das hat natürlich einen ganz anderen Wert als in einem Revier, in dem wir hier jagen, im Taunus, wo natürlich wahnsinnig viel Rehwild ist, wo viele Böcke geschossen werden. Da ist es eine andere Verhältnismäßigkeit, sage ich mal. Ne? Und was noch hinzukommt, du musst natürlich auch sehen, was erwartet der Jagdaufseher? Ne? Ist der mit einem Bock zufrieden? Ist das für den ganz großartig? Oder ist das einer, der sagt, naja Leute, also ich habe jetzt, rechnen wir mal durch, ich habe hier im Jahr meinetwegen, keine Ahnung, 1000 Arbeitsstunden oder 100 Arbeitsstunden oder wie viel auch immer. Das ist irgendwie keine adäquate Gegenleistung für mich. Und man muss einfach sagen, unterm Strich, es müssen sich 2 Leute suchen und finden. Und wenn man zufrieden ist, ist man zufrieden. Wenn nicht, dann nicht. Dann kann man sich was Neues suchen. Ne? Aber ich glaube, sobald man, weil du es gerade explizit gesagt hast, sobald man anfängt, Stunden oder so nachzuzählen, dann ist man bei der Jagd sowieso falsch. Weil das ist Jagd mit Stunden aufrechnen. Ich glaube, wenn wir da nachrechnen würden, alleine schon Hochsitz bauen oder Hochsitz kaufen, wenn wir unsere eigenen Arbeitsstunden da rechnen würden, dann würde die Entscheidung ganz oft auf das Kaufen fallen. Das ist Hochsitzbau. Sowas. So, das machen wir bei
beide machen das gerne, weil es Spaß macht. Ja. Weil man es ja auch gemeinsam macht. Also man baut nochmal einen Sitz alleine, aber in der Regel baut man das zu mehreren. Zwei, drei Leute. An den Film damals, genau, den wir gemacht haben mit Ralf, wo wir da diesen Drückjagdbock, ja, den 3X-Bock da gebaut haben. Das macht ja Spaß einfach. Ne? Das ist, genau, einfach, ist auch ein schöner Ausgleich irgendwie zum Büroalltag, dass man sich ein bisschen handwerklich da betätigt. Und deswegen kann man das gar nicht so als negatives Momentum sehen, sag ich mal. Aber letzten Endes, wir sind ja nicht Jäger, um die Natur zu beobachten. Das machen wir auch und ist auch schön. Aber letzten Endes haben wir einen Jagdschein gemacht, um Beute zu machen. Das ist unsere Triebfeder. Genau. So, und wenn wir jetzt in einem Revier als Jagdaufseher tätig sind, wo wir nur Handlanger-Tätigkeiten machen, nur kirren, nur Hochsitze bauen und nichts erlegen dürfen, dann ist natürlich schon irgendwie, muss man den Sinn des Ganzen schon in Frage stellen, sag ich mal. Aber sei es drum. Ich sag mal, toll ist es natürlich, wie bei dir zum Beispiel, wenn du wirklich im Revier wohnst, das du betreust. Ja. Das ist natürlich der Idealfall. Du guckst aus dem Fenster raus, aus dem Balkon und hast da die Jagderlaubnis und bist der Herr der Schleusen. Das ist natürlich eine ganz wunderbare Geschichte. Und ich glaube, das ist auch die Motivation für viele Jagdaufseher, eben diese räumliche Nähe zum Revier zu haben und eben nicht dafür 50 Kilometer fahren zu müssen, wie manch anderer mit Begehungsschein oder eben der Pächter. Ja, und 50 Kilometer sind ja nochmal gerade um die Ecke. Da gibt es ja, also ich weiß nicht, wo der Durchschnitt liegt, aber zum Beispiel bei meinem Vater sind es 130 und das ist schon nah für viele. Also von Düsseldorf aus sind ganz viele Reviere 2,5-3 Stunden locker entfernt. Und das nehmen man alle in Kauf. Ja, hier bei uns in der Gegend, ne? Hier Rhein-Lahn-Kreis, wir haben hier sehr, sehr viele Pächter aus NRW und die fahren so ihre 1,5-2 Stunden, je nachdem, wo in NRW sie wohnen. Und das ist ja auch ganz typisch. Ne? Es gibt viele NRWler, die dann in der Eifel ein Revier pachten oder eben im Sauerland oder hier bei uns dann Taunus, Westerwald und so weiter. Im NRW haben wir halt eine hohe Jägerdichte. Ja. 80.000 Jäger wohnen da und NRW ist sehr zersiedelt. Das heißt, da gibt es jetzt die Anzahl der super Reviere oder guten Reviere ist halt begrenzt. Die müssen irgendwo hin, die Jäger. Ne? Und von daher ist das ja eine natürliche Entwicklung. Und auch ein großer Vorteil ist, wenn man halt als nicht ortsansässiger Pächter einen Jagdaufseher hat, der womöglich auch noch aus dem Ort kommt, wo man jagt, der hat halt vor Ort auch Verbindungen. Ne? Das geht schon los, wenn man sich mit den Landwirten einigen muss um Wildschaden oder wenn man einen Schlepper braucht, um einen Wildacker zu bestellen. Mhm. Das ist eine ganz andere Sache, wenn man da einen vor Ort hat, der die Leute kennt, als wenn man immer als Außenstehender da anfragen muss. Das macht vieles einfacher. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Ist einfach so. Ja, inzwischen beherrschst ja auch du die Sprache der Aborigines hier aus dem Rhein-Lahn-Kreis. Das ist jetzt übertrieben gesagt, aber ich habe mich da schon ganz gut eingefunden, ja. Aber man darf das echt nicht unterschätzen. Also wenn man, ich meine, nicht umsonst sind viele Jagdaufseher ja auch älter, sind auch vielleicht nicht mehr voll berufstätig, weil durch diese extreme Nähe hier zum Verlag, bei dem Revier, was ich betreue, das macht mir natürlich vieles einfacher. Und bei uns ist es auch möglich, sage ich mal, wenn wir jetzt in der Arbeitszeit mal irgendwas ganz Wichtiges haben im Revier, dann können wir das hier regeln und hinfahren. Wenn das aber nicht so ist und man wirklich auch noch womöglich eine Stunde zu seiner Arbeitsstelle fährt, dann muss man sagen, dann wird die Zeit unter der Woche schon echt knapp, um überhaupt sowas nebenbei zu betreuen, weil das ist schon echt viel. Also Zeit ist ein Riesenfaktor, ne? Also wenn wir jetzt mal aus der Perspektive des Jagdpächters das betrachten, der wirklich jemanden braucht, der ihm zeitlich da irgendwie zur Hand geht, sage ich mal, dann ist Zeit wirklich so dieser eine Faktor, den man beachten muss. Und das ist auch für uns selbst ist das schwierig. Ja? Also ich sag mal, in der Sommerzeit geht das alles noch, ja, wo der Tag lang ist, wo du auch dann abends noch ein paar Stunden Helligkeit hast und ins Revier kannst, umzukehren, um Hochsitz zu bauen und so weiter und so fort. Aber in der dunklen Jahreszeit als Berufstätiger ist das wirklich sehr, sehr schwierig. Und wenn ich dann an das erste Revier denke, in dem ich hier Jagdaufseher war, das war eine Autofahrt, waren es vielleicht 12 Minuten ungefähr. Ja? Aber das ist trotzdem, also wenn ich da mittags manchmal so meine Kehrrunde gedreht habe, da ist das wirklich richtig aufs Gas treten und richtig stressig im Prinzip, um das dann zu machen. Und insofern gebe ich dir völlig recht, viele Jagdaufseher sind Rentner und das ist auch sicherlich eine, ja,
aus Pächtersicht eine interessante Zielgruppe dafür für einen Yachtaufseher, weil die einfach mehr Zeit haben. Ne? Und gerade wenn sie vor Ort wohnen. Das ist schon sinnvoll. Ja, wobei auch da, ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte das auch gar nicht hier machen, wenn ich nicht auch noch Leute hätte, die mitgehen. Also sei es beim Bauen von Kanzeln, das ist sowieso alleine so gut wie nicht möglich. Als auch vom Maiszäunen, als auch vom Abschuss sogar, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil gerade wenn ich milchreifes Getreide zum Beispiel, das ist im Prinzip ein Zeitraum von 7 bis 10 Tagen, wo so eine richtige Hochphase ist, da müsste im Prinzip jede Nacht müssten da 1-2 Leute unterwegs sein, die die Felder bewachen. Könnte ich gar nicht alleine, muss man ganz ehrlich sagen. Da ist es gut, wenn man ein funktionierendes Team aus Jägern vor Ort hat, die da unterstützen. Weil das ist ja auch ein Interesse des Pächters, dass der Wildschaden abgewehrt wird. Ja. Es sei denn, geldlich ist alles egal. Insofern ist es auch immer eigentlich, kommen wir wieder auf dieses schöne Thema zurück, dass Jagd einfach Gemeinschaft ist. Ja. Ne? Du bist einfach in der Gemeinschaft auch nur stark und es ist gar nicht möglich, ein Revier, ob es jetzt 300 Hektar oder 700 Hektar hat, alleine zu bewirtschaften. Das ist utopisch. Man braucht ein paar mehr Leute, ob das jetzt eine Pächtergemeinschaft ist oder ein Pächter mit vielen Begehungsscheininhabern oder ein Pächter mit einem Yachtaufseher. Im Prinzip ist es ja geteilte Arbeit. Ja? Und was noch ein wahnsinnig wichtiger Faktor eben auch ist, ist Vertrauen. Ne? Und das habe ich auch schon bei manch einem mitbekommen. Manch ein Pächter ist da auch schon schmerzlich enttäuscht worden, sage ich mal, von einem Yachtaufseher. Das ist einfach, Yacht ist immer Vertrauenssache. Und ich glaube, das ist auch manchmal gar nicht so leicht, gerade wenn man so weit weg wohnt vom Revier als Pächter, da vor Ort jemanden zu finden, dem man auch wirklich da dieses Vertrauen so schenken kann. Wenn man ihn nicht schon lange kennt, wenn man wirklich einen einstellt dafür, der den man da sozusagen erst für kennenlernt, dann ist das schon auch eine Menge Vertrauensvorschuss vom Pächter, den man ihm da gibt. Ne? Weil der genau weiß, er ist im Prinzip alleine da in dem Revier, ist vor Ort, der Pächter ist weit weg. Eventuell kommt er sogar nur alle 2 Wochen vorbei oder einmal im Monat. Da muss man den Menschen schon echt vertrauen können, ne? Muss man echt sagen. Das ist auf jeden Fall richtig viel Vertrauen, was da nötig ist. Aber das macht das natürlich auch das macht dieses Verhältnis natürlich auch besonders und da entwickeln sich natürlich auch intensive Freundschaften draus. Das muss ich bei mir schon ehrlich sagen. Also das ist schon toll, wenn man da, ich würde mal sagen, fast völlig freie Hand hat bei dem, was im Revier passiert. Aber das ist auch immer eine Typsache, wer da aufeinander trifft. Also du hast das schon richtig gesagt, die Chemie muss da einfach stimmen. Ne? Ja. Da müssen die Erwartungen und die Erwartungshaltung von Pächter und Jagdaufseher auch stimmen. Und wenn da nicht ansatzweise irgendwie ein Tenor herrscht, dann ist das gar nicht möglich. Also keine Chance. Da wird man das nie übereinstimmend hinkriegen, dass das geht. Trotzdem, um nochmal auf dieses Thema Entlohnung zu kommen, also ich für mich kann zum Beispiel sagen, dass ich habe völlig freie Büchse hier, aber ich nutze das halt auch überhaupt nicht aus, muss man ganz ehrlich sagen. Jetzt werden viele vielleicht sagen, ja, selbst schuld. Aber das meine ich mit Typsache. Ich habe völlig freie Hand, aber ich freue mich eher, wenn unser Pächter was schießt, weil er freut sich sehr darüber. Ich sehe das immer, wenn er einen starken Bock geschossen hat, dann freut er sich wirklich. Und ich freue mich auch, wenn ich einen starken Bock geschossen hat, aber ich freue mich dann trotzdem mit ihm, dass es dann auch geklappt hat. Es braucht ja auch eine Vorbereitung. Ne? Mhm. Und das ist auch irgendwie ein Erfolg, der mir dann recht gibt in dem, was wir tun vor Ort hier. Ja, gemeinsame Freude, das ist auch da wieder entscheidend. Ne? Also das in so einer Pächtergemeinschaft oder in einer Jagdgemeinschaft, besser gesagt, hat halt grundsätzlich Jagdneid nichts verloren. Ne? Und das habe ich halt schon in vielen Revieren auch so mitbekommen, dass den Pächtern das in der Regel auch wirklich ganz, ganz wichtig ist. Und du kannst da wirklich die Uhr nachstellen. Sobald Jagdneid irgendwo auftaucht, egal ob jetzt von Seiten des Jagdpächters oder von Seiten des Jagdaufsehers oder eines Begehungsscheininhabers, da ist der Ofen aus. Das macht alles kaputt, macht die ganze Stimmung kaputt und das hat da einfach nichts zu suchen.
Wenn gleich das aber ein häufiges Phänomen ist, weil nicht umsonst, auch mein Jagdscheinausbilder hat immer gesagt, wenn du einen guten Freund verlieren willst, dann pachte zusammen mit ihm ein Revier. Und ich glaube, dass dieser Spruch schon nicht zu Unrecht aufsteht, weil das ist, glaube ich, wirklich leider häufig. Vor allen Dingen, wenn es um Knochen geht. Das ist eigentlich echt... Ja klar, da geht's dann wirklich los. Ne? Deswegen lieber Niederwildrevier pachten. Da ist man nochmal auf der sicheren Seite. Ne? Ja. Ja, was sollen wir sonst noch sagen zum Thema Jagdaufseher? Wir können ja vielleicht auch nochmal einen Aufruf starten, ne, an unsere lieben Hörer, auch mal ihre Erfahrungen mit uns zu teilen. Vielleicht auch im Nachklang zu so einem Podcast, wenn ihr irgendwelche Ansichten dazu habt, irgendwelche Meinungen, die jetzt hier noch nicht gehört wurden, sind wir immer dankbar für irgendwelche Lesermeinungen, die wir vielleicht auch als Leserbrief abdrucken können, vielleicht als... Schreibt uns doch am besten mal eine E-Mail, entweder mir selbst oder dem Peter, und dann können wir die ja bei den Leserbriefen unterbringen. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Idee. Ja. Und dann hätten wir es auch für heute, ne? Würde ich sagen. Ja, dann bedanken wir uns, dass ihr bis hierhin zugehört habt, und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Und der Lichtblick dabei, die Jagd geht wieder los. Wir werden uns beim nächsten Mal schon wieder dem Thema Böcken widmen, weil da geht es ja in einigen Bundesländern schon los. Sachsen ist ja schon seit ein paar Jahren die Bockjagd im April möglich. Und auch in NRW gibt es jetzt Ausnahmen, wo Rehwild schon im April jagbar ist. Ja, ich hoffe, ihr schaltet auch da wieder ein. Und bis dahin, ciao, ciao. Ciao. Das war der DJZ-Kanzelklatsch. Wenn Sie die DJZ nicht nur hören, sondern auch lesen und im Bewegtbild sehen möchten, dann ab zum Kiosk. Oder noch besser, gleich ein Abo abschließen. Denn jedem Aboheft der Deutschen Jagdzeitung liegt eine DVD mit spannenden Jagdvideos bei.